Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich wieder mit einer neuen Runde. Ja, Freunde, wir befinden uns nicht weit oben in Wands, immer noch GC1. Ich werde auch nicht weiter hochkommen. Zurzeit spiele ich einfach extrem wenig Wands. Und ja, mir fehlt da auch der Spaß. Aber zum Aufnehmen immer wieder sehr, sehr lustig eigentlich. Ich probiere coole Shots zu machen, Flip Resets, Musties, Breezies etc. Und vielleicht ist ja der ein oder andere Schuss auch mal dabei. Man darf trotzdem nicht vergessen, dass Wands extrem wichtig ist für Twos. Ja, wer guten Wands ist, ist auch ein guter Verteidiger und kann gut Shadow Defense etc. Und steht dementsprechend auch sehr, sehr gut. Und ja, deswegen unterschätzt Wands auf jeden Fall nicht. Spielt es, holt euch wenigstens den gleichen Rang, wie ihr eigentlich seid. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Wie ist es denn bei dir? Was bist du gerade in Wands und in Twos? Was ist der Unterschied? Schreib es mal gerne in die Kommentare. So, Freunde, ich war im Urlaub letzte Woche, deswegen kam nur ein Video, aber jetzt bin ich wieder am Start mit einer neuen Runde Wands. Wir legen los. Let's go. Du möchtest ein Rocket League Items kaufen, weißt aber einfach nicht, wo du sie am günstigsten bekommst? Bei meinem Partner AOEA.com hast du die Möglichkeit, alle möglichen Rocket League Items zu kaufen und das zu einem günstigsten Preis. Mit dem Code AGTV unterstützt du mich und erhältst zusätzlich 6% auf deine Bestellung. Falls du Fragen zu AOEA.com hast, kannst du gerne in meinen Discord kommen und im Channel AOEAH Support schreiben. Dort helfen wir dir weiter. Viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, wir starten. Erstes Match. Wir spielen gegen Flo. Los geht's. Oh, der Kickoff und ich miss. Um Gottes Willen, ich habe den das Open Net gemisst. Aber okay, ist nochmal gut gegangen, Gott sei Dank. Open Nets sind immer die schwersten Nets. Weiter geht's. So, hat hier kein Boost, wenig Boost. Der Masti ist da. Let's go, Freunde. Sehr, sehr nice. Schöner Masti. Aber etwas überraschend, weil der auf einmal schnell wurde. Gar nicht so einfach zu halten, die Mastis. Die dann schnell werden. Ah, sehr, sehr gut. Let's go. Schatz! Der Ball ist extrem laut. Bitte nimm ihn weg. Ich nehme gerade auf. So, Freunde, weiter geht's. 3 zu 0. Kick off. Ja. Zero Boost. Das macht er stark, der Flo, muss man an dieser Stelle einfach sagen. Ich habe Zero gehabt. An sich war es eigentlich, wenn ich Boost hätte, kein schwerer Ball, aber ich hatte keinen Boost. Oh, Probleme. Lass ihn spielen. Ah, wichtig, dass ich da nochmal rankomme. Okay. Da habe ich mir am Ende einfach noch gedacht, scheiß drauf, einfach durch. Okay, ehrlich gesagt, ich habe nicht drüber nachgedacht, was ich da tue. War dumm von mir. Warte. Was, er boomt ihn nicht? Er wird nicht geboomt. Ist gar nicht da, ich dachte, er ist da. Schöner Flick, komm. Oh, gut, gut gehalten. Oh, der Touch war richtig nice, Freunde. Der Touch war richtig nice. Wir gucken es uns nochmal an. Vorgelegt. Über ihn drüber. Und Double Touch. Nice. 4-2. 3 Minuten 17. Weiter geht's. Ja, ihr habt gesehen, ich wurde schon schnell mit dem Ball und konnte dann nicht viel machen. Hier Fokus, Freunde. Holt euch die Boost Pads. Guter Block. Recover on und Open Net scoren. Nice. Let's go. So sieht das aus, so macht man das. Gutes Match. Weiter geht's. Fake it den Ball. Oh, es reicht. Oh mein Gott. Einfach ein Ground Pinch. Okay.
War auch kein starker Pinch, aber es hat gereicht. Ich meine, sehr überraschend, aber das muss er natürlich schon sehen. Aber er dachte wahrscheinlich nicht, dass der Ball so schnell kommt. 6:2. Nice. Glaube ich jetzt tatsächlich. Ich wäre, glaube ich, hingekommen, das wollte ich sagen. Druck auf den Gegner. Nur Augen auf den Gegner gehabt. Head-Tracker wäre mal nice. Das macht er schön. Macht er nicht schön. Oh, 23 Boosts. Ah, geh nicht rein. Let's go. Nimm mich mit, jawohl. Oh, der Flick genau über mich drüber. Das gibt's doch nicht. Guter Flick. War einfach nice. War einfach nice. War, hab einen Boost gehabt. Also war der eigentlich haltbar deswegen. Einfach einen guten Blick gemacht. Okay, sehr jetzt aggressiv vom Flo. Boost. Das war dumm von mir. Der Flick war absolut scheiße. Muss ich an dieser Stelle einfach sagen, das war so ein Schmutzflick. Er muss nur, natürlich, er muss eigentlich gar nichts machen. Er muss nur den Ball annehmen. Das kriegt er hin. Ah, schade. Sehr unnötig. 3 Tore, sehr, sehr wichtig. Ein One-Slam als Vorsprung. Aber jetzt hier sieht es nicht gut aus, gerade für mich. Oh, guter Dribble von ihm. Wurde auch sehr, sehr schnell. Mal sagen, ich und da nichts machen. Nice, wichtiges Tor. 7:5. Auf geht's. Jetzt nochmal Fokus. Kurz Sitzposition ändern. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, Freunde. Sitzposition ändern und dann geht's auf jeden Fall alles besser. Auf geht's. Was ist das für ein Kickoff? Also auf jeden Fall auch ein bisschen Druck hier. Und 50. Wichtiger 50. Er ist lange oben. Ja, der ist drin. Der ist drin. 8:5. Schönes Match, Freunde. Wir haben hier insgesamt 13 Tore. Richtig nice. Ich wusste, er kommt. Ganz viel Glück. Solange ich den Ball. Da geht er eventuell rein. Nice gespielt, Freunde. Game over für den lieben Flo. Aber trotzdem sehr, sehr gut gespielt von ihm. GG's, Freunde. Das erste Match an habe ich gewonnen. Sehr, sehr schön hier an dieser Stelle. GG's an Flo. Wir gehen ins nächste Match. Let's go. Wir gehen ins zweite Match. Diesmal gegen Wonka. Ich glaube, gewinne ich. Hab Ballbesitz. Hier bleibe ich jetzt ruhig. Guck, was der Gegner macht. Bombe ich ihn. Mal gucken, ob es reicht. Schade. Schnell zurück. Boost mitgenommen. Okay. Und er wollte mich scheinbar boomen. Ich weiß nicht, warum er mich weiterhin verfolgt hat. Aber ich glaube, irgendwann ist mir auch der Boost ausgegangen. Okay. Krasses Tor. Schönes Tor. Weiter geht's. Schade. Okay.
Leider den 50 verloren, das macht er gut. Schöne Annahme von ihm. Nach dem 50. Ja, da habe ich den 50 verloren. Bin leider nicht gut gecovert und das war das Problem. Oh, der Kickoff, der ist drin. Da habe ich schon geguckt, der Gegner ist gar nicht da gewesen. Der ist irgendwie nach vorne gefahren und ich score hier diesen Kickoff. Sehr schön, wichtig. Weiter geht's, auf geht's. Lege ich mir vor, hier zum Ceiling, hier unter dem Ball zu bleiben und Ceiling Shot, schade. Ach verdammt, schlecht Recovery da. Und das müsste ein Tor sein. Ich hoffe einfach nicht. Ich schieße. Reicht das? Oh mein Gott, er hebt ihn. Boah, diesmal der Boomer war da. Nice. Sehr schön. Also meine Recovery heute nicht so gut. Da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich da besser recovere. Das ist schwierig. Wie trainiert man dann denn? Oder wie wärmt man sich damit auf? Ja, wichtig. Ich wusste halt, dass er in diese Richtung schießt. Und das war eigentlich die einzige Möglichkeit. Und er gibt auf, Freunde. Wonka gibt auf. Schade, es war eigentlich ein super Match. Sehr, sehr schade. Nächstes Match. Auf geht's. So, Freunde, beginnt das letzte Match gegen Xelty. Auf geht's. Fokus, ganz, ganz wichtig in Rocket League. Und los geht's. Ah. Gerade gesagt, Fokus. Im Prinzip bin ich nur zu weit rüber gesprungen. Aber ist nicht schlimm, passiert. Halt einen Ball verschenkt. Schade. Genau das wollte ich vorher auch machen. Reicht das? Na, ist schon da. Okay, er ist gekommen. Habe ich nicht gesehen. Schlechter Start von mir. Richtig schlecht gespielt. Richtig schlecht. Gar nicht geguckt. Einfach nur zum Ball. Schade. Machen wir jetzt besser. Bin nicht drin, nein. Jetzt kein Boost mehr, also kann ich den Ball eigentlich, ne? Ist schon da. Guter Recovery vom Gegner. Aber jetzt hat er verkackt und da kommt das 1:1. Jetzt muss ich mich wieder finden. Unbedingt wieder finden. Kurz durchatmen. In diesen Situationen trinke ich meistens dann was, beruhige mich und dann geht es einfach ganz normal weiter. Sehr schöne 50. Also ihr habt schon davor gesehen, dass der Gegner sehr, 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 sehr aggressiv war und ich mich immer nur davor gestellt habe. Genau deswegen hier. Genau wegen solchen Sachen, weil im Eck geht man nicht drauf und das passiert dann halt meistens, dass der Ball genau so. Schöner Schuss. Schade. Also ihr habt gesehen, er faked. Nein, ich krieg den Flip-Reset nicht. Das war so close. Also es hat nicht mehr viel gefehlt für den Flip-Reset. Schade, schade. Oh, das ist sehr, sehr schade. Das wäre ein richtig schönes Tor gewesen. Vielleicht war der zweite Touch ein Ticken zu stark. Ah, schade. Ja, dann mache ich den gleichen Fehler wie er. Decke. Fünf Boost habe ich.
Krieg mir den Ball hier nach außen, probier den Boost zu bekommen. Krieg den Boost, wichtig. Brauche hier Boost. Nimm den Ball an. Boah, nice gespielt von mir. Ja, hier bin ich zum Ceiling, aber ich wollte nicht dribbeln. Ich wollte. Ich glaube, ich habe nicht genug Boost gehabt, dass ich dann quasi noch die Kurve bekomme. Und habe den Ball angenommen. Guter Flick. 3 zu 2. Schönes Tor. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Gegner. Ich habe den Boost. Oh, nice. Geiler Flip-Reset, Freunde. Ground Dribble Flip-Reset. Also hier quasi den Ball nur vorgelegt. Und dann zum Flip-Reset. Und er kam. Und ich habe im richtigen Moment, Gott sei Dank, geflippt. Sonst hätte er ihn geblockt und wäre wahrscheinlich ein Gegentor gewesen. Breke? Boah. Oh, er blockt ihn selbst. Ich lasse ihn mal machen. Den Ball nehme ich an. Ich habe gesehen, dass er sich dreht. Deswegen habe ich geflickt. Und ich mache hier das Tor, Freunde. Das war richtig clean gespielt. Also schaut mal, vielleicht sieht man es noch. Hier, na gut, hat man nicht gesehen. Er hat sich gedreht. Und wenn ich weiß, dass der Gegner gedreht ist, dann hat er ja gebremst. Und in dem Moment probiere ich den Flick so stark wie möglich zu spielen, weil er ja so ziemlich auf meiner Seite kommt. Ja, ihr seht einfach auch wichtig. Flicks, ganz, ganz wichtig. Hier nochmal zum Flip-Reset. Schönes Ding, Freunde. Nochmal ein Flip-Reset. Aber diesmal ins andere Eck. Über den Gegner quasi drüber. Sehr, sehr nice. Richtig geil. Macht Spaß. Ah, okay. Ich hab Glück gehabt. Das war wichtig. Das war wichtig. Jetzt habe ich jetzt Zeit, Boost zu holen. Mal gucken, was der Gegner macht. Schade. Ich wollte eigentlich direkt ins Tor, Freunde. GG, das letzte Match war mega nice. Hat mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Und an dieser Stelle, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Euer DangezockTV.